Hallo ihr Lieben, hier ist wieder eure Jedida und ich habe heute Lust mal, euch eine andere Art Chakrenreinigung vorzustellen. Das will ich eigentlich schon seit einigen Wochen. Ich habe schon so lange den Impuls, aber es hat sich einfach nicht vorher ergeben. Wer unseren Kanal kennt, der kennt natürlich auch unsere Chakrenreinigung. Und es ist nett, die immer wieder zu machen und auch regelmäßig, aber hin und wieder kann man durchaus auch mal variieren, mal andere Varianten probieren. Und ich stelle euch einfach mal kurz was vor. Vielleicht belustigt euch das ein wenig, vielleicht auch nicht, aber vielleicht macht ihr trotzdem einfach mal mit. Ich stelle es euch erstmal vor und im nächsten Clip mache ich euch dann die Chakrenreinigung. Vielleicht kennen einige von euch diese Kinderserie, die nennt sich Avatar, Herr der Elemente. Das ist auch verfilmt worden unter dem Titel The Last Airbender. Und ich fand den Film eigentlich damals ganz nett. Ich habe den mal vor Jahren mit dem Kind einer Freundin gesehen und da hatte ich auch ein paar Folgen von der Serie gesehen. Und vor kurzem kam mir das mal wieder unter. Und da gibt es eine Folge, die verlinke ich euch auch gerne mal unten. Da sitzt der Meister da mit dem Avatar und erklärt ihm, wie die Chakren funktionieren. Jetzt ist das natürlich eine Serie für Kinder und es ist auch relativ unvollständig. Aber das Prinzip her, was er da anspricht, das gefällt mir richtig, richtig gut. Und ich denke, das werdet ihr auch merken, wenn ihr das danach einmal selber ausprobiert, wie gut das funktioniert. Wenn ihr reingucken wollt in den Clip, dann macht das, aber ich kann auch mal ein paar Sachen dazu erklären. Der kleine Avatar sieht also 7 Pools vor sich. Also so kleine Naturpools, so wie kleine Stein. Öffnungen, in denen Wasser greist. Und das sind eben 7 Stück an der Zahl und die sind alle durch einen kleinen Durchfluss, miteinander verbunden. Und bei ihm sind alle Chakren so ein bisschen blockiert. Und dann geht der Meister mit ihm die ganzen Chakren durch. Und dann sieht man, wie sozusagen das Wasser aus dem einen Becken ins nächste Becken weiterfließt und dort weiter pulsiert, bis dann das Ganze, die ganzen Chakren pulsieren und fließen so, wie das sein sollte. Und er beschreibt die Chakren und der Meister erklärt halt, oder besser gesagt, der Meister lässt den Avatar selber sehen, was ist die Blockade auf dem einzelnen Chakra. Er gibt ihm ein Schlagwort und sofort taucht ein Bild auf. Und es funktioniert. Ich habe das gesehen, die Folge, und dann dachte ich, was mache ich? Ich probiere gerne alles gleich aus. Habe ich mich hingelegt, habe mir die einzelnen Fragen gestellt, also die einzelnen Chakren befragt nach den Blockadenthemen. Und das hat richtig gut geklappt. Ne? Ich habe zu jeder Frage, die ich im Chakra gestellt habe, ein 1A-Bild bekommen. Und zwar ein 1A-Bild aus dem Hier und Jetzt. Denn die Blockade, selbst wenn die in früheren Leben entstanden ist, hat die immer in adäquat hier in dem realen Jetzt, in dem wir jetzt leben. Und du kannst also, wenn du im Hier und Jetzt ein Thema löst, löst du das natürlich auch für die Vergangenheit. Also ist es gut, sozusagen mal im Hier und Jetzt auch die Blockaden zu befragen, mal gar nicht karmisch ranzugehen, sondern einfach nur zu fragen, was ist jetzt die Blockade auf diesem Chakra. Und jetzt kann es also sein, dass ihr sofort ein Bild, wir gehen also die einzelnen Chakren nachher gemeinsam durch und es kann sein, dass ihr sofort ein Bild aus dem Hier und Jetzt erhaltet von einem Problem, was euch aktuell belastet, was auf diesem Chakra liegt. Jetzt kann man manchmal in dem Moment, wenn man in der Meditation ist, gleich auf diese Blockade oder auf dieses Problem eine Antwort erhalten. Ihr fragt also dann, ne, was braucht es jetzt, um diese Blockade zu lösen? Meistens bekommt ihr dann die Antwort, die könnt ihr dann im Nachgang an die Meditation aufschreiben. Manchmal auch währenddessen, wenn ihr das Gefühl habt, ihr könnt es euch gar nicht merken, dann kurz die Augen öffnen, das schnell auf ein Papier und Papier und Stift greifen, das schnell aufschreiben. Aber ihr könnt natürlich auch, wenn ihr es gleich, manchmal kann man es in Gedanken lösen, dann löst sich es auch im Außen. Manchmal passiert das aber auch, ich hatte das auch bei 1 oder 2 Chakren, da kam das sofort ad hoc, das Problem, die Blockade auf dem Chakra, aber ich fand keine Lösung dafür. Und dann sagte ich, na, und was braucht es jetzt? Und dann sah ich von meinem inneren Auge, wie ich dieses Problem angefasst habe. Und ich habe es persönlich Gott übergeben. Ich habe es ihm wie dem göttlichen Vater wie in den Schoß gelegt. Jetzt ist das natürlich für mich relativ einfach, weil ich an den persönlichen Gott glaube, zumindest hier, soweit man das in der Dualität, wie gesagt, das Gottesverständnis in der Dualität ist natürlich
ein anderes, als wenn wir nicht in der Dualität wären. Aber hier in der Dualität habe ich zum Beispiel das Verständnis eines persönlichen Gottes. Das ist für mich stimmig und das hilft mir. Und deswegen konnte ich alle meine Bürde, ne, so steht es auch in der Bibel, ich konnte meine Bürde auf Gott werfen. Ich konnte ihm das in den Schoß legen, so wie im Vater, dem man das gibt. Bitte hier, hilf mir dabei, kann ich dir das übergeben? Gib mir irgendwann in der nächsten Zeit Lösungsvorschläge oder bring eine Lösung für mich auf den Weg. Ihr könnt es aber auch euren Schutzengeln übergeben oder eurem höheren Selbst, was auch immer da für euch stimmig ist. Da gibt es viele Methoden. Also entweder ihr bekommt die Lösung, wenn ihr eure Chakren befragt, oder aber ihr übergebt das Problem erstmal Gott. Und dann werdet ihr merken, dass die Energie in dem Moment, wo ihr das übergeben habt oder wo ihr die Lösung habt, da fließt die Energie. Ne? Die fließt aus dem Chakra weiter ins nächste und weiter und weiter. Also ihr fühlt das dann. Ich habe das so gut gefühlt, das hat mir so einen Spaß gemacht, dass ich das einfach mit euch teilen muss. So, seid ihr jetzt bereit? Dann kommt jetzt in dem nächsten Clip die etwas andere Chakrenreinigung nach Art Avatar.